Inventar. Das neue Inventar, wie gewohnt mit I zu erreichen, zeigt euch auf der rechten Seite das Stationsinventar der Station, bei der ihr euch gerade befindet. Und auf der linken Seite eure Armor. Hier zum Beispiel unsere Core Armor mit 4 Micro-SCU, 4000 Micro-SCU und meine Bein Armor mit 2000 Micro-SCU. Wenn ihr euch einen Rucksack ansetzt, dann taucht er natürlich auf dieser Seite auf. Da ist er. Material, was ihr im Rucksack drinne habt, bleibt dort drinne, wenn ihr den Rucksack irgendwo verstaut. So könnt ihr euch eine Einsatzrüstung zusammenpacken. Momentan ist es noch nicht möglich, Flight Suits, ihr könnt das zum Beispiel sehen, der ist 28.000 Micro-SCU groß, den würde ich zwar in den Rucksack bekommen, aber ich könnte ihn zum Beispiel nicht zusammenpacken und in eine Tasche stecken. Dafür ist er zu groß, weil ich habe hier nur 4.000 und hiermit ist der Rucksack schon fast voll. Eine komplette Rüstung mit 67.000 Micro-SCU, die kann ich gar nicht transportieren, außer am Körper. Natürlich könnt ihr auch hier sortieren. Dann sind meistens Rüstungen oben, Waffen unten, Kleinkram an der Seite. Über die Filter könnt ihr euch auch nur einzelne Sachen anzeigen lassen. Nur die Munition, nur die Waffen, nur die Rüstungen. Unter Custom könnt ihr euch jetzt genau aussuchen, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, ich möchte nur die Sidearms haben, welche ich natürlich nicht habe, also Primary Weapons, da ist sie. Und natürlich meine Armors, aber mal ohne Helme. Weg sind sie. Und so kann ich mir hier alles aussuchen. Sobald ich was anderes anklicke oder hier Clear mache, kann ich wieder alles sehen. Wenn ihr auf das Inventar eines Schiffes zugreifen wollt, müsst ihr euch im Inneren dieses Schiffes befinden. Dann könnt ihr, hier haben wir wieder unser Personal Inventory, hier haben wir das Stationsinventory, auf beiden Seiten auf Vehikel umschalten. Zum Beispiel, wenn ich hier drüben umschalte, kann ich zwischen der Raumstation und dem Schiff Waren austauschen. Wenn ich auf der Seite umschalte, kann ich zwischen meinem persönlichen Inventory und dem Schiff Waren austauschen. Und so kann ich jetzt zum Beispiel Sachen... Moment. Lokal, Vehikel. Mein Schiff ist zum Beispiel 1500 Micro-SCU groß. Das heißt, ich kann hier eine ganze Rüstung einpacken und transportieren. Ihr seht, da würde auch eine komplette Rüstung reinpassen. Ohne Probleme. Wichtig ist, dass Schiffskomponenten momentan noch gar nicht transportiert werden können. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Komponente habt, die in ein Schiff eingebaut werden soll, dann muss das Schiff dorthin transportiert werden, weil ihr nur die Schiffskomponenten oder Waffen bewegen könnt, die in euren Schiffen installiert sind. Hier in diesem Inventar oder sonst irgendwo könnt ihr keine Schiffskomponenten oder Schiffswaffen unterbringen.